Unsere Themen am Montag. Cottbusser Schule wird Vorreiter in ganz Brandenburg. In aller Freundschaftsstar auf Hausbesuch. Und Monsteralarm in der Spreegalerie. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Der neue Renault Koleos. Es gibt immer einen anderen Weg. Deutschlands schönste Frau kommt aus Stuttgart. Für die Cottbusserin Marie-Charlotte ist damit der große Traum, Miss Germany zu werden, geplatzt. Die Jury hat sich für die 28-jährige Nadine Berneis entschieden. Unsere Miss Brandenburg hat trotzdem einen unvergessenen Abend erlebt. Wie sie sich beim großen Finale im Europapark Rust geschlagen hat, das zeigen wir morgen ausführlich. Übrigens wird Marie morgen um 13.30 Uhr am TKC feierlich empfangen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Montag. Religionen verstehen und auch akzeptieren, das ist nicht immer so leicht. Gerade wenn man einen ganz bestimmten Glauben hat. Am Cottbusser Oberstufenzentrum 1 gibt es 8 Integrationsklassen. Da kann es schnell mal zu Konflikten kommen. Schulleiter Michael Seifert will vorbeugen und führt ein in Brandenburg noch nie dagewesenes Projekt durch. Deutschunterricht am OSZ 1. In der Integrationsklasse 17.2 wird gerade die deutsche Grammatik gelernt. Die Flüchtlinge sollen so auf die Ausbildung, das Studium oder einen Job vorbereitet werden. Schulleiter Michael Seifert fördert das. Er führt an seiner Schule das neue Präventionsprojekt WeFlag durch. Das richtet sich gegen Islamismus-Tendenzen und ist in Brandenburg bislang erstmalig. Wir bezwecken mit diesem Projekt, dass die Flüchtlinge ihren eigenen Hintergrund auch nochmal hinterfragen, auch nochmal schauen, ist das wirklich alles so in Ordnung, wie es in ihrer Familie läuft, wie Einstellungen auch gegenüber Frauen, gegenüber der Demokratie sind oder ob sie nicht doch nochmal aktualisiert werden, auch einen Schritt in unsere Richtung gehen. Am OSZ 1 in Cottbus lernen 1500 Schüler. Darunter sind 103 mit einem Migrationshintergrund. Damit sie auch integriert werden, können die Flüchtlinge in den Unterricht deutscher Klassen hineinschnuppern. Bei dem Willkommensfrühstück lernen sich alle Regionen gemeinsam kennen. Mit dem Projekt WeFlect soll das vertieft werden. In Workshops werden die Flüchtlinge mit dem Leben in ihrer Heimat und mit dem hier in Deutschland konfrontiert. Das sind zum Beispiel Rollenspiele. Wie geht der Vater in der Familie mit seinen Familienmitgliedern um? Wie ist das in Ordnung, wie er mit seinen Familienmitgliedern redet? Ist das in Ordnung, welche Rolle er selber einnimmt, dieses Patriarchalische, dass er das Sagen hat? Oder ist es vielleicht auch besser, demokratische Strukturen auch in die Familie reinzubringen? Das Projekt startet im März. Michael Seifert will erreichen, dass Konflikte aufgrund der unterschiedlichen Religion gar nicht erst entstehen. 3 Kohleaktivisten, die Anfang des Monats im Tagebau hier in Schwalde eine Förderbrücke besetzt haben, stehen seit heute vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Cottbus wirft ihnen Hausfriedensbruch vor. Sie haben gegen den Willen der LEAG das Tagebaugelände betreten und trotz Aufforderung der Polizei es erst nach mehreren Stunden verlassen. So lautet die Anklage. Ein Urteil soll in dem beschleunigten Verfahren auch schnell gesprochen werden. Die Lage am Karl-Thiem-Klinikum war wochenlang aussichtslos. Die Beschäftigten der Teamservice GmbH konnten sich mit CTK-Geschäftsführer Götz Brudermann über einen neuen Tarif nicht wirklich einigen. Die Gewerkschaft Verdi will überraschenderweise jetzt doch einlenken. Die Details erfahren Sie in den Kurznachrichten. Verhandlungen finden ein Ende.
Die Verdi-Tarifkommission will das Arbeiterangebot der Team Service GmbH annehmen, das aber nur unter bestimmten Bedingungen. Die Jahressonderzahlung soll neben der Tariferhöhung zusätzlich in das Tabellenentgelt mit eingerechnet werden. Alle befristeten Arbeitsverhältnisse sollen in unbefristete geändert werden. Das lehnt CTK-Geschäftsführer Dr. Götz Brodermann aber erst einmal ab. Die Team Service GmbH hatte in der vierten Verhandlungsrunde eine Lohnerhöhung von 4,5% angeboten, weitere 4% ab Januar 2020 sowie einen zusätzlichen Urlaubstag. Es geht weiter. Ministerpräsident Dietmar Woidke führt seine Bürgerdialoge fort. Er möchte sich über die Anliegen und Probleme der Bürger informieren. Dabei kann über regionale Themen sowie die Landes- und Bundespolitik gesprochen werden. Auch Oberbürgermeister Holger Kelch wird vor Ort sein. Beginn ist morgen um 19 Uhr im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus. Der Eintritt ist frei. Diskussion um Kita-Gesetz. Die Friedrich-Ebert-Stiftung lädt morgen zu einer Informationsveranstaltung ein. Unter dem Namen Aktuelle Entwicklung im Kita-Bereich, Rahmenbedingungen und Perspektiven kann über verschiedene Themen dazu diskutiert werden. Mit dabei ist Britta Ernst, die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg. Das Gute-Kita-Gesetz steht dabei im Mittelpunkt. Zur Verbesserung der Qualität im Kita-Bereich sollen weitere Schritte so schnell wie möglich erfolgen. Beginn ist morgen um 17 Uhr in der Erich-Kästner-Grundschule. Der Samstagabend war für die Einsatzkräfte ein stressiger. Zwei schwere Verkehrsunfälle hat es fast zeitgleich gegeben. In Galinchen ist zunächst ein Motorradfahrer gegen 19 Uhr in den Gegenverkehr gefahren. Er ist dabei mit einem Auto zusammengestoßen und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer war mit 0,9 Promille alkoholisiert. Zu einem weiteren Unfall ist es kurz vor 20 Uhr gekommen. Ein Kind ist auf dem Fahrrad gegen ein fahrendes Auto gekracht. Das 15-jährige Mädchen musste ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es soll dem Pkw-Fahrer die Vorfahrt genommen haben. Über 5 Millionen Zuschauer schalten jeden Dienstag ein, wenn die Ärzte der Sachsenklinik ihren Dienst antreten. Darunter ist auch Hans-Peter Brenner. Die Rolle des Assistenzarztes für Urologie und Chirurgie spielt Michael Trischan. Er geht auch außerhalb der Serie auf Hausbesuch. Das hier ist zwar nicht die große Fernsehbühne, Michael Trischan ist aber auch in kleineren Theatern in ganz Deutschland unterwegs. Viele kennen ihn wahrscheinlich als Krankenpfleger Hans-Peter Brenner aus der Serie In aller Freundschaft. Die Rolle ist durch Zufall wie für ihn geschrieben, denn bevor Michael Trischan Schauspiel studiert hat, hat er Krankenpfleger gelernt. Aber die Patienten haben heute eher Glück, dass er seine ehemalige Ausbildung nur noch vor der Kamera ausübt. Die liegt schon so weit zurück, 40 Jahre. Ich wüsste gar nicht mehr, wie die Handgriffe gehen im Krankenhaus. Also ich kann gerade noch mal Blutdruck messen. Ich habe keinen Normalwert mehr im Kopf, Blutnormalwert. Ich weiß noch nicht mal, wie hoch der Blutzucker sein muss. Ich habe da diesbezüglich alles verlernt. Dafür hat er im Schauspiel seine Berufung gefunden. Er tauscht das Filmset aber auch gerne mal gegen kleine Live-Locations mit Publikum. Deswegen tourt er mit einigen Soloprogrammen durch ganz Deutschland. Seine Augen blitzen unternehmungslustig. Als Schauspieler will man ja vielseitig bleiben. Und Film und Fernsehen ist auf die Dauer zwar einträglich im finanziellen Sinne, aber es fehlt schon das Publikum. Und da zieht es mich halt immer wieder hin. Für zum Theaterspielen so am Stück habe ich wenig Zeit, sodass ich an den Wochenenden gerne mit den Gastspielen unterwegs bin. Und gerade ist Michael Trischan auf Promotour in Cottbus unterwegs. Denn am Samstag, den 16. März, ist er mit seinem Programm Windeln, Pickel, Pubertät in der Theaternative C. Darin beschäftigt sich der Schauspieler auf humorvolle Weise mit dem Wahnsinn und den Herausforderungen in der Pubertät. Er liest von ganz normalen Alltagssituationen, die auch an einem Schauspieler nicht vorbeigehen, der schon über 30 Jahre im Geschäft ist. Der 58-Jährige hat außer in der Serie In aller Freundschaft auch schon in vielen anderen Fernseh- oder Kinoproduktionen mitgespielt. Wenn man die Miete bezahlen muss, dann spielt man fast jede Rolle. Also das darf man auch nicht so verklären, das ist ein Beruf. Da muss man akquirieren, man muss telefonieren, man muss eine gute Agentur haben, man muss immer Termine machen, vorsprechen. Das ist eigentlich
nicht verwunderlich. Also es ist keine besondere Leistung, in so vielen Filmen dabei gewesen zu sein. Ganz normal. Und normal ist es scheinbar auch, dass die Karten schnell vergriffen sind. Schon im letzten Jahr war das Programm Heiter und so weiter in Cottbus ausverkauft. Deswegen wird Michael Trischern daraus dann noch einmal am Sonntag lesen. Das Cottbuser Dieselkraftwerk ist ein wahres Kunstarchiv. 30.000 Werke werden hier aufbewahrt. Von Malerei, Handzeichnungen, Druckgrafik, Fotografie und Plakatkunst bis hin zu Skulpturen ist alles dabei. Und die Auswahl wächst weiter. Ein Gemälde vom Berliner Maler Lothar Böhme gehört ab sofort zum Eigentum des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst. Mitglieder des Fördervereins haben es Direktorin Ulrike Krämeyer überlassen. Das wurde übrigens schon 2017 zeitweise im DKW ausgestellt. Monster oder Ungeheuer, jeder nennt sie anders. Fakt ist, sie kommen aus einer Fantasiewelt. In der Cottbuser Innenstadt wurden sie jetzt aber wirklich gesehen. In der Spreegalerie sind die Monster ausgebrochen, aber sie sind ganz zahm und friedlich. Das Lausitzer Taschenmonster sucht neue Freunde und dafür braucht es kreative Kinderhände. Die Spreegalerie ruft nämlich zu einem Monstermalwettbewerb auf. Wir fordern alle Kinder bis einschließlich 10 Jahre auf, mitzumachen und haben dann die Möglichkeit eingeräumt, Taschen bei uns aus den Läden zu bekommen. Die sind noch nicht bedruckt, die kann man also dann mit seinem Lieblingsmonster verzieren oder auch auf einem A4-Blatt einfach mit Filzstiften, Bleistiften, Buntstiften, wie auch immer, ein Taschenmonster zu entwerfen. Egal ob frech, niedlich oder verrückt, die per Hand selbst gezüchteten Taschenmonster können bis zum 13. März abgegeben werden. Wichtig dabei, unbedingt die Teilnehmerkarte ausfüllen und die dann zusammen mit dem Monster einwerfen. Das geht an der großen Tasche mitten in der Spreegalerie. Alle eingereichten Monster werden dann ab dem 19. März in der Spreegalerie ausgestellt. Und das Siegermonster wird vom Publikum gekürt, nach der Ausstellung, die wir hier bei uns haben in der Spreegalerie. Und das Siegermonster bekommt 250 Euro als Preisgeld. Eine Jury wählt dann auch nochmal das beste Monster aus. Es gibt also zwei Gewinner, die bei der Preisverleihung am 4. Mai jeweils 250 Euro bekommen. Die Lieblingsmonster der Cottbusser werden außerdem auf 2500 echte Einkaufstüten gedruckt. Die Spreegalerie wird damit dann zum echten Monsterparadies. Von den Monstern zu diesen süßen Gestalten. Das sind Kussmuscheln. Die wurden an die Cottbusser verteilt und haben viel Geld gebracht. Was es mit ihnen ganz genau auf sich hat, darüber klären wir Sie morgen auf. Genießen Sie den Abend und dann sehen wir uns schon morgen wieder. Ich freue mich drauf. Tschüss. Dritte Pflegemesse Cottbus am 1. und 2. März 2019. Die Messe zum Thema Pflege und Betreuung, barrierefreies Wohnen sowie Beruf, Aus- und Weiterbildung mit über 70 Ausstellern. Infos auch unter pflegemesse-cottbus.de. Die dritte Pflegemesse Cottbus am 1. und 2. März. Zukunft Pflege. Eine Initiative Ihres Wochenkurier. Der Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause. Du suchst wieder mal deinen Mietvertrag, die letzte Betriebskostenabrechnung für die Steuererklärung. Das ist nun vorbei mit der neuen App zum EGWohnen Kundenportal. Die App ist gratis erhältlich. Einfach installieren und anmelden. Telefonwartezeiten einfach sparen. Jederzeit die eigenen Vertragsdaten sehen. Alle Dokumente finden. Alles auf einen Blick, auch den gesamten Schriftverkehr mit uns. Schnell und unkompliziert. Das Suchen kannst du nun vergessen. In der Nacht ist es leicht bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 3 Grad. Regen ist nicht zu erwarten. Am Dienstag zeigt sich die Sonne den ganzen Tag. Einzelne Wolken ziehen gelegentlich auf. In der Nacht ist es überwiegend klar. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad. Auch am Mittwoch gibt es tagsüber strahlenden Sonnenschein. Es bleibt klar, bis zu 12 Grad sind drin.
sich geborgen fühlen, gut aufgehoben sein, den Kopf frei haben für das Leben. Der Wunsch nach Sicherheit steckt tief in uns drin. Er ist ein menschliches Grundbedürfnis. Deshalb tun wir bei DEKRA alles dafür, dass unsere Welt sicherer wird. Wir setzen unser jahrzehntelanges Know-how ein, unsere ganze Erfahrung und bauen so jeden Tag aufs Neue Vertrauen auf. In unseren Alltag. Unsere Mobilität. Unsere Arbeitsplätze. In unser ganzes Leben. Das lässt sich nur erreichen, wenn man Sicherheit nicht nur im Blick, sondern auch im Herzen hat. Wenn man Technologien, Standards und Richtlinien sinnvoll zusammenspielen lässt. Wenn man sein Wissen weitergibt, das Verhalten schult und Bewusstsein schafft und Sicherheit immer wieder neu denkt. Für die Mobilität der Zukunft, für Autos, die zuverlässig selbst fahren, für unser angestrebtes Ziel 2050, Vision Zero. Eine Zukunft ohne Verkehrstote. Wir nehmen die Arbeitssicherheit in die Hand, indem wir für optimale Rahmenbedingungen bei der Mensch-Roboter-Kooperation sorgen. Für mehr Sicherheit und immer weniger Arbeitsunfälle. Wir sorgen für die Kontrolle von Emissionen, damit die Umwelt wirkungsvoll geschützt wird und die Menschen in Großstädten sicher durchatmen können. Wer könnte das besser leisten als ein Partner, der seit mehr als 90 Jahren dabei ist, dem Menschen auf 5 Kontinenten in mehr als 50 Ländern ihr Vertrauen schenken, der hier genauso an ihrer Seite ist wie am anderen Ende der Welt, der Sicherheit mit der Kompetenz von 44.000 anerkannten Experten vordenkt. Deshalb können Sie sich heute absolut auf uns verlassen. Wie auch bei allem, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Wir sind für Sie da. Wir sind Ihr globaler Partner für eine sichere Welt. Im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Ich glaube, ich würde mir was zu essen holen. Wahrscheinlich für Urlaub ansparen. Ich glaube, ich würde mir einen schönen Wellness-Tag machen. Mit den 70 Euro würde ich mir wahrscheinlich heute neue Fußballschuhe kaufen. Mit 70 Euro würde ich mir eine kleine Reise planen.